Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie im Namen des Café Rendezvous und des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst herzlich willkommen heißen zu dieser Lesung. Mein Name ist Viktor Viertaler, zumindest heute Abend. Ich werde aus zwei Büchern vorlesen, und zwar das eine sehen Sie hier, dieses rote da. Das heißt, der Bart der Aphrodite stammt aus dem Jahr 2015. Es geht nicht um Conchita Wurst, um gleich vorauszuschicken, keine Angst. Gut beobachtet, wie dem auch sei. Worum geht es in dem Buch? Sie haben ja heute schon Musik gehört und Sie wissen ja, es gibt Leute, die schreiben diese Musik auf in Form von Noten. Erfinden Sie, haben die Musik im Kopf oder in sonst irgendeinem Körperteil? Und dann wird sie zu Papier gebracht. Diese Menschen nennt man, wer weiß das, aufzeigen. Komponist. Ja, bravo, sehr gut, Matthias, danke, setzen. Genau, um das Leben eines solchen Komponisten geht es hier. Es handelt sich bei diesem Komponisten, er heißt, nennen wir ihn Justus Moderbacher. Er lebt in einem Dorf im Weinviertel, das nennen wir es Groß-Wetzmannsdorf. Er hat alles, was ein großer Komponist braucht. Er kennt sich aus mit Harmonielehre, Melodielehre, Kontrapunkt, Instrumentierung, hat das alles von der Pik auf studiert. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist der Erfolg. Denn er hat sich zum Ziel gesetzt, schöne Musik zu schreiben im sogenannten E-Musikbereich. Also er sieht sich als letzter Vertreter der Wiener Klassik in einer Welt voller Hässlichkeit, Lärm, Scheißlichkeit. Ja, von seiner Umgebung weitgehend unbeachtet, bespöttelt, ist also die Gefahr gleich null, dass er berühmt wird. Und da kommt eines Tages auf die Idee, seine Werke einem verstorbenen, also logischerweise verstorbenen, vor 200 Jahren schon verstorbenen Mozart-Zeitgenossen namens Friedhelm, Fürchtegott, Krautwurst unterzuschieben. Und siehe da, auf einmal geht die Rechnung auf. Er wird weltberühmt, das heißt nicht er, sondern der Herr Krautwurst. Das Problem ist nur, er hat nicht wirklich was davon. Tja, wir wollen uns gleich einmal eine kurze Passage anhören. Und uns einmal anhören, wie es so im Haushalt eines unberühmten Komponisten zugeht. Juppie, Juppilein! Justus Moderbacher hob unwillig den Kopf von seiner Zeitungslektüre. Juppi, was gibt's denn? Juppilein, stell dir vor. Was denn? Stell dir vor, Juppilein, unser Susilein hat schon wieder eine Mausi gefangen. Wunderbar. Ist sie nicht eine brave Mietzi, unsere Susi? Ja, ja, wirklich, eine brave Mietzi, brummte Justus Moderbacher leicht genervt. Hast du gehört, Susilein, hast du es gehört? Du bist eine brave Mietzi, eine ganz eine brave Mietzi, herrlich sagt's auch, eine ganz brave Mietzi. Komm her zum Fräulein, Fräulein muss dich streicheln. Ja, 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 eine brave Mietzi ist unser Susilein. Dieses Affentheater mit dem Katzenvieh nahm in letzter Zeit bedenkliche Ausmaße an. Vor allem seit er ihre diplomatischen, aber unmissverständlichen Andeutungen bezüglich Kinderwünschen ziemlich undiplomatisch abgeschmettert hatte. Wenigstens hatte er seine Ruhe, solange sie die Katze zu bemuttern hatte. Kinder, das fehlte gerade noch. Schreiende, quengelnde Parasiten, die man von vorne bis hinten bedienen musste und die einem dann noch jahrzehntelang auf der Tasche lagen. Nicht mit ihm. Da war ihm die Katze noch lieber. Er würde sie zwar nicht vermissen, aber sie störte ihn auch nicht, wenn sie nicht gerade im Komponierhäuschen über den Schreibtisch spazierte. Katzen waren einigermaßen pflegeleicht und unaufdringlich, im Gegensatz zu seiner angetrauten Hilde, deren Gesülze er nun schon bald 10 Jahre mehr schlecht als recht ertrug. Juppi, Juppilein! Was war denn nun schon wieder? Juppilein, stell dir, soll ich das Service mit den schönen blauen Blumen nehmen, wenn der Herr Pfarrer und der Herr Amtsleiter Radlbauer zum Kaffee kommen? Wenn du meinst, Liebes. Oder soll ich das andere nehmen, das Hübsche mit den Sternen und wo es die Tante Elsa aus Maria Tafel mitgebracht hat? Ja, von mir aus. Aber bei dem fehlt doch ein Untertassel. Na, dann nimm das andere. Also das mit den lieben blauen Blumen. Ja. Oder das mit dem Goldrandel? Von mir aus, nimm das mit dem Goldrandel. Bist du sicher? Ja verdammt, nimm doch, was du willst!
Aber du hast doch gerade gesagt, du willst das mit dem Goldrandl. Bitte, bitte, ja, nimm das mit dem Goldrandl und lass mich anklären. Was bist denn so grantig, ich geh ja schon. Natürlich war es Justus Moderbacher scheißegal, ob das Service mit Blumen und Goldrandl oder von ihm aus mit Arschlocherl aufgetragen wurde, wenn in einer Stunde der Pfarrer und der Amtsleiter antanzen würden. Aber nachdem er sich von ihr die Entscheidung hatte aufdrängen lassen, würde er wenigstens eine Zeit lang wieder seine Ruhe haben. Sie wollte es ihm halt immer recht machen und schoss mit ihrer penetranten Liebenswürdigkeit dabei weit übers Ziel hinaus. Er erinnerte sich an ihre erste Begegnung, damals, als er hier in der Pfarrkirche von Groß Wetzmannsdorf zum ersten Mal als Organist für die Sonntagsmesse ausgeholfen hatte. Sie, die dickliche, matronenhafte Volksschullehrerin für Handarbeit und Leibeserziehung für Mädchen, Floß Hilde Sauerzopf. 10 Jahre älter als er und offenbar von leichter Torschlusspanik befallen, hatte ihn schon damals während der Messe angehimmelt. Ihn, der schon damals knappe 30 mit seiner fortgeschrissenen Stirnglatze, seiner billigen Krankenkassenbrille, den Hängeschultern und der Hühnerbrust alles andere als ein Adonis gewesen war. Nach der Auszugsmusik war sie an ihn herangetreten und hatte bemerkt, Sie spielen so ergreifend schön. Was war das? Bach oder Mozart? Sie hatte zwar keine Ahnung von Musik, aber immerhin einen natürlichen, unverbildeten Geschmack. Die Auszugsmusik war keineswegs von Bach oder Mozart, sondern von niemand Geringerem als ihm, höchst selbst, Justus Moderbacher. Selten genug, dass sich jemand für seine Musik interessierte oder sie gar bewunderte. Balsam für die geschundene, missachtete Künstlerseele. Es entwickelte sich eine nette Bekanntschaft, bald eine Freundschaft und in einer seltenen Gefühlsaufwallung, verstärkt durch den Einfluss von 3 Achtelweltliner bei einem gemeinsamen heurigen Besuch. Justus Moderbacher trank äußerst selten. Er kühnte er sich schließlich, ihr einen Heiratsantrag zu machen, den sie sogleich unter Freudentränen annahm. In Momenten wie diesen, wenn sie ihn mit ihrer Suderei bis zur Weißglut nervte, fragte er sich, warum er sich das angetan hatte. Vor allem an jenem Tag, als seine Laune die None ist schon im Keller war. Rational betrachtet war die Heirat freilich eine gute Entscheidung gewesen, vermutlich die einzige richtige, um nicht am Rinnstein zu landen. Hilde verfügte im Gegensatz zu ihm über ein geregeltes Einkommen. Das Haus, das sie bewohnten, hatte sie von ihren Eltern geerbt. Und vor allem hielt sie in den Rücken frei von den Notwendigkeiten des täglichen Lebens, für die er, ein Mann des reinen Geistes und der hohen Kunst, nie einen Sinn besessen hatte. Ja, auch gar nicht einsah, warum er dafür einen Sinn besitzen sollte. Sie kochte und putzte, wusch seine Klamotten, kaufte ihm im Bedarfsfall neue. Und vor allem war sie der einzige Mensch, der an ihn, an seine Kunst glaubte. Dabei hatte er sich nie sonderlich für Frauen interessiert. Natürlich auch nicht für Männer, Gott bewahre. Müßig zu erwähnen, dass ihre Ehe, abgesehen von etwas verlegenem Gefummel in der Hochzeitsnacht, immer eine Josefs-Ehe geblieben war. Ihm war die allgegenwärtige, im Laufe der letzten Jahre allenthalben immer dreister öffentlich zur Schau gestellte Begierde nach den Ausscheidungsorganen anderer Personen immer unverständlich gewesen, dachte er, als er bei der oberflächlichen Lektüre der kleinformatigen Tageszeitung schließlich im Anzeigenteil bei den... Na, wo? Matthias. Wo, Matthias? Passt nicht auf. Als er bei den professionellen Kontakten angelangt war. Er schüttelte den Kopf. Da spielte sich der greise Herausgeber des billigen Sudelblattes, ich muss dazu jetzt erwähnen, das Stück spielt in den frühen 90er Jahren. Da hat der Dichernd noch gelebt. Der Dichernd. Vor dem Politiker und Wirtschaftsbosse im Staubkrug, hast du jetzt mal die Guschen halten da hinten. Dieser selbsternannte Gottvater der öffentlichen Meinung als Hüter von Moral und Anstand, als selbstloser Anwalt des kleinen Mannes auf und entblödete sich nicht, die widerwärtigsten Entgleisungen aller primitivster Triebhaftigkeit auf schamloseste Weise feilzubieten. So stand unter dem Foto einer obszön geschminkten, nackten, giftblonden Dame mit riesigen Brüsten, breiten Schultern und eigenartig kantigen Gesichtszügen zu lesen.
Transnaturgriechisch Wunder aus Russland. 26 cm. Und daneben gleich die Telefonnummer. Was zum Geier war ein Transnaturgriechisch Wunder? Noch dazu aus Russland. Und was bedeutet in diesem Zusammenhang 26 cm? Justus Moderbacher wollte das gar nicht so genau wissen. Nein, eigentlich wollte er das überhaupt nicht wissen. Angeekelte schloss er das Revolverblatt und wandte sich der Lokalpresse zu. Obwohl die Regionalausgabe des Wochenblattes gerade mal für die paar Dörfer des Wetzbachtales zuständig war, hatte sie Umfang und Gewicht des Linzer Telefonbuches. Anscheinend gab es aus Groß-Wetzmannsdorf, Hautzenkirchen, Krapfenbrunn und Umgebung erheblich mehr zu berichten als aus der großen, weiten Welt. Der Komponist blätterte das Konvolut durch. Der Stockschützenverein Rohrbach hatte Freitag seine Jahreshauptversammlung im Gasthof Krenn abgehalten, auf der einstimmig die Neuasphaltierung der mittlerweile schon 15 Jahre alten Anlage und ein Ansuchen um diesbezügliche Förderungen bei Land und Gemeinde beschlossen worden war. Aha. Ein etwas schief geratenes Gruppenbild von dämlich grinsenden Deichsfiguren mit rot-violetten, vierschrötigen Säufervisagen in einem vergammelten Wirtshaussaal rundete die Berichterstattung ab. Eine Volksschuljasse auf Wandertag. Die Freiwillige Feuerwehr Hautzenkirchen lädt zur Weinverkostung. Toller Erfolg für den SV Wetzmannsdorf gegen Hollerbrunn. Bürgermeister Grindling gratuliert Sparverein zum 50-jährigen Bestehen. Offenbar bestand die Aufgabe dieses Buchstabenfriedhofs nur darin, dass jeder, aber auch wirklich jeder Dorfdepp zumindest einmal im Jahr aus der Zeitung gaffen durfte. Was war noch in der Post? Jede Menge Werbung. Ein Bettelbrief von der Caritas. Caritas, sparte das. Und Ansichtskarten von den mund- und fußmalenden Künstlern. Die kamen doch normalerweise erst vor Weihnachten daher, dachte Justus Moderbacher irritiert. Wie dem auch sei, die Postkarten waren eigentlich ganz hübsch, zeigten großteils Landschaftsansichten, ein Stillleben, das erstaunlich realitätsnah eine reich gefüllte Obstschale nebst einer Weinflasche und zwei halb gefüllter Gläser darstellte. Zum Stillleben? Ja, da konnte man sich etwas darunter vorstellen. Das war Kunst. Und das hatten die tatsächlich nur mit den Füßen und dem Mund gemalt. Kaum zu glauben. Interessant, dass hingegen die Elaborate zeitgenössischer Künstler, die über zwei gesunde Hände verfügten, samt und sonders so aussahen, als hätten ihre Schöpfer die Farbe einfach gefressen und durch ein Sieb geschissen. Vielleicht sollte man diesen dreisten Scharlatanen einfach die Hände abhacken, damit sie ordentlich zu malen beginnen. Das Service mit dem Goldrand. Jetzt fiel ihm ein, dass seine Hilde das Service mit dem Goldrand unmöglich auftragen konnte, da er es vor 3 Wochen in einem Wutanfall zertrümmert hatte, als er wieder einmal bei der alljährlichen Verleihung des Kulturpreises des Landes Niederösterreich übergangen worden war. Üblicherweise markiert die Verleihung dieser Auszeichnung den absoluten Tiefpunkt einer künstlerischen Karriere. Allein schon aus diesem Grund hätte man Justus Moderbacher damit bedenken müssen. Es stand ihm also unweigerlich eine verschärfte Neuauflage der Kaffeeheferl Goldrandl Maria Tafal Scheißdreckerl Jammertirade bevor. Er überlegte, sollte es ausreichen, sich im Komponierhäuschen zu verschanzen? Kaum. Justus erhob sich und beschloss, in den Ort zu gehen und in der Kirche noch etwas Gitarre zu üben. Wirklich? Ja.